Es geht um Schmerzen, um Brustschmerzen am Brustbein, aber eher am unteren Ende des Brustbeins. Und wenn Sie sich hier mal hingreifen, die meisten sind da hyperempfindlich, da ist der sogenannte Schwertfortsatz, so ein kleiner Knochen, der vom Brustbein noch ein bisschen weiter runter reicht. Wir sehen das hier. Schauen Sie, dieser Winkel hier, das ist der Schwertfortsatz, also um Schmerzen in diesem Bereich. Diese Schmerzen sind auch teilweise verbunden mit so Atemschmerzen bzw. mit dem schweren Einatmen, dass Sie merken, irgendwie die Atmung ist ein bisschen beengt. Ja. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen am besten in eine Raumecke. Bitte, Mira, geh mal in eine Raumecke. Und wir gehen in diesen Winkel, 10 Grad über der Horizontalen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir koppeln das jetzt mit der Atmung. Der Hintergrund ist, Sie müssen wissen, dass das Zwerchfell auch hier rangeht und sich da alles in einer Gesamtfaszie sozusagen verteilt an Spannungen. Das heißt, wieder einen Fuß etwas weiter zurück, dass wir schön Schwerkraft haben, um uns reinzulehnen. Und jetzt dehnen wir da rein, aber wir atmen beim Reindehnen maximal aus. Weil das Ausatmen zieht auch das Zwerchfell in die Dehnung. Das heißt, du dehnst jetzt rein und atmest ganz tief aus. Sie hören vielleicht Mira ausatmen. Ja, ganz tief ausatmen. Und dann atmen wir wieder ein, bleiben aber da, wo wir sind. Gehen ein bisschen weiter rein, atmen weiter aus. Und dann verkoppeln wir praktisch die Brustmuskeln und das Zwerchfell, sodass dort richtig Bewegung hergestellt wird. Und damit kommen wir meistens sehr, sehr gut an diese Stelle ran. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben bitte. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns einen Kommentar. Es geht um Schmerzen am Brustbein, also Brustschmerzen am Brustbein, also im mittleren Bereich. Diese Schmerzen sind meistens auch nicht einseitig. Die sind meistens so insgesamt zu fühlen, hier in diesem mittleren Bereich. Und da ist eigentlich auch egal, ob es sich um Männer oder um Frauen handelt. Die Schmerzen sind gleich. Und wir gehen in eine ganz einfache Übung rein. Wir suchen uns nämlich eine Raumecke. Mira, komm mal bitte in die Raumecke.